10. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Open Studio. Diese Sendung, sie heißt Was ist los in Obertrum, ist entstanden auf die Initiative von Kurt Bauer, der übrigens auch Sendungsmacher bei FS1 ist. Kurt und Stefan wohnen beide in Obertrum und haben bemerkt, also sind da Besitzer einer, also jeweils einer Doppelhaushälfte, und haben bemerkt, dass sich in den letzten Jahren immer wieder Risse gebildet haben in einer, also in der Fassade ihres Hauses. Eingezogen sind sie 1995, das Ganze ist dann renoviert worden, 2005. Und wie es weiterging und wie es weitergeht, werden wir in den nächsten 45 Minuten erfahren. Ich möchte jetzt meine Gäste hier vorstellen. Hier zu meiner Rechten sitzt Franz Rebichl. Franz Rebichl ist Fassadenbauer, macht Wärmedämmungen und solche Sachen. Zu meiner Linken sitzt der Stefan Schaber, eben der erwähnte sozusagen Co-Besitzer von diesem Haus. Und hier ganz links sitzt Kurt Bauer, der eben auch dieses Haus besitzt, an dem diese Risse aufgetreten sind. Wir hätten eigentlich noch einen Platz frei gehabt hier im Studio, nämlich für einen Vertreter der neuen Heimat, nämlich der Hausverwaltung, die hier heute auch Thema sein wird. Von der Hausverwaltung wollte leider niemand zu dieser Studiodiskussion heute erscheinen. Ich würde jetzt, also vielleicht sollte ich mir nur kurz vorstellen, mein Name ist übrigens Alexander Hartbauer und ich bin Moderator dieser Sendung. Ich habe jetzt kurz erwähnt, was da passiert ist, also 1995 eingezogen, dann Rissbildungen, 2005 eine Renovierung. Kannst, Stefan, du uns vielleicht kurz skizzieren in einigen knappen Worten, danach gibt es auch einen Film dazu, wie das weitergegangen ist? Ja, das ist so ein Gebäude, in dem zwei Wohnungen sind, zwei Stockwerke und eine Westfassade, also eine Wetterseite, eigentlich schon sehr bald nach dem Einzug angefangen hat, Probleme zu machen. In den ersten Jahren schon die ersten Risse entstanden sind und ja, die natürlich mit der Zeit durch Witterung sie verstärkt haben. Und wir mit dem Hausverwalter Neumarkt Kontakt aufgenommen haben, zu sagen, ja, wie kann man da damit tun, wo kommt das her? Und nach 10 Auseinandersetzungen 2005 so weit kam, dass die eben eine Renovierung des Fassade gemacht haben, indem sie eine neue Oberfläche drauf gemacht haben, dieser einen Seite. Und ja, bei diesen Versammlungen, die dann da hin und wieder sind, einfach Unmut aufgetaucht ist und immer wieder das Thema war, was dazu geführt hat, dass wir heuer uns entschieden haben, zuerst der Kurt Bauer mich gebeten hat, ob ich mich beteilige, und wir eben gemeinsam dann entschieden haben, wir wollen das renoviert haben. Nachdem es also nicht möglich war, über die neue Heimat dazu zu kommen, wird es dann in Eigenregie organisiert haben, von Herrn Rebichler. Das ist die Situation. Und jetzt, erfreulicherweise, wenn man da hinfährt zu dem Haus, eine schöne Fassade sieht, ja. Und das ist eigentlich das, was wir die letzten 15, 17 Jahre vermisst haben. Mehr zu dem werden wir jetzt gleich in dem Film erfahren. Also wir sind jetzt am Status Quo 2014. Ihr entscheidet euch, das Ding selber zu renovieren. Wir werden jetzt gleich einen Film sehen und ich bitte jetzt, den Film abzuspielen. Das hier ist die Birnhamland-Siedlung in Obertrum. Wir leben hier seit 1995 und haben nach wiederholten Interventionen, Sachgutachten und Auseinandersetzung 2005 durchgesetzt, dass diese Fassade von der neuen Heimat renoviert worden ist. Das ist die Rissbildung heute, die uns jetzt schon seit Jahren begleitet und uns die Nerven kostet. Die neue Heimat macht sich die Rechtslage zunutze, und da Sachgutachten keinen Aufschluss darüber ergeben, warum diese Risse auftreten und in weiterer Folge wir in einer Wohngemeinschaft leben, die einen Mehrheitsbeschluss benötigt, um tätig zu werden,
ist das eine Schachmattposition, die mir unglaubliche Nerven gekostet hat. Das allerdings interessiert niemand. Die neue Heimat steht auf dem Standpunkt, dass sie ihr natürlich gerne helfen würde, erstens, wenn es einen Mehrheitsbeschluss gibt und zweitens, wenn wir die Kosten dafür tragen, denn, wie das Sachgutachten zeigt, leider keine Schuld, die neue Heimat trifft. So, die Frage, vor der ich also hier stand, war, wenn es keine Sachgutachter gibt, die eigentlich in der Lage sind, was meiner Meinung nach ich von einem Sachgutachter erwarten kann, eine Antwort darauf zu finden, wie kommt es zu diesen Rissbildungen und wie entstehen diese Risse. Es ist doch diese blöde Situation, in der sich viele Menschen befinden, die mit ähnlichen Problemen zu tun haben, zu sagen, ja, wenn es die Fachleute nicht wissen, wer weiß dann eine Antwort, und zwar kostengünstig. Da war klar, ich hatte nur eine Chance auf eigene Verantwortung, Eigenregie und eigene Kosten in die Wand hineinzuschauen, um herauszufinden, was tatsächlich sich hinter diesen Rissen befindet. Ich holte mir Hilfe. Franz Rehbichler, Fassadenmeister in Obertrum, übernahm diese Aufgabe und wir begannen, diese Wand zu erforschen. Das ist ja. Sicher, du bist da ja ziemlich. Ja, was locker ist, was brauchen wir tun. Ja, ja. Aber die Geschichte, die natürlich da ansteht, ist, wieso ist locker? Das ist ja die Kernfrage. Hast du da eine Idee? Teilweise liegen die Risse ja direkt übereinander. Die drunteren Risse setzen sie in drüberen fort, was auch komisch ist. Das ist auch nicht so. Schau dir an, der Riss da ist ja. Das gleiche, ja. Wie Sie ja hier selber sehen können, lassen sich Teile der Fassade wie Tapeten herunterziehen. Teile der Fassade hängen einfach nur an den Teilen noch dran, die stabiles Mauerwerk bilden, und diese Frage führt dann dazu, wieso? Wo kommt das her? Und warum konnten das die Fachleute nicht herausfinden? Wollten sie nicht? Die Sanierung der darunterliegenden Wand, die die gleiche Rissstruktur aufweist, ist interessanterweise nur so gelöst worden, dass man ein neues Netz darüber gespannt hat und damit die alten Risse verdeckte. Was noch immer die Frage nicht beantwortet, wie kommt es zu diesen Rissen? Sehen Sie sich nun die folgenden Rissbilder an. Sie ergeben Aufschluss über das, wie es zu diesen Rissen kommt, und der ist komplett einfach. Ein Verarbeitungsmangel, der hier vorliegt, lässt Wasser unter die Fassade eindringen. Dieses Wasser über 10 Jahre diffundiert in die Fassade, dann kommt der Frost dazu und sprengt die darunterliegende Fassade ab. Und das ist der Grund der Rissbildung für die obere und die untere Schicht. Denn wir haben es hier bei unserem Haus mit 2 Schichtungen zu tun, die nie behoben wurden, denn die untere Schicht wurde genauso abgesprengt wie die obere. Es war Dezember, wie wir damals eingezogen sind, und das bedeutet, dass auch hier schon vorher die gleiche Rissbildung stattfand. Wahnsinn, ne? Was wieder fest, schau. Hörst du das hier, gell? Ja, voll. Wir arbeiten uns jetzt in die erste Schicht darunter vor und finden die gleichen Belege.
Das fällt ja nur am Netz. Ja, das stimmt. Ist das der Steuer vom... Ist das unser Ziegel? Hier liegt ganz klar ein Baumangel vor, ein verdeckter Baumangel vor, der jetzt in seinem Ausmaß überhaupt erst erkennbar wird. Der Weg zur Sanierung ist klar, alle losen Teile bis zum Ziegel müssen heruntergeschlagen werden und von dort wird neu aufgebaut. Der hat das Wasser überstanden, das da dazwischen drin war, oder? So wie es ausschaut. Ja, nichts leicht, ja. Ich bin fachlich in keiner Weise versiert. Aber ich stelle die Frage, warum hat das die neue Heimat nicht herausgefunden? Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Das hier ist ein versteckter Baumangel, den wir hier ans Licht befördern und den wirklich niemand sehen wollte. Da muss ich doch davon ausgehen, dass eine Fachfirma wie die neue Heimat das herausfinden hätte können oder müssen. Ja, Stefan, du bist da. Diesen Anspruch als Kunde erhebe ich und diesen Anspruch erhebe ich jetzt, dass die neue Heimat die Kosten dieser Sanierung übernimmt. Du hast was vom Grobputz gesagt. Was ist dann das quasi, was jetzt dann da noch oben drauf hält? Ist das nur ein Kleber oder was ist jetzt da? Das Netz? Da klingt's. Schau mal her. Da klingt's völlig anders. Ja. Da ist ja fest, ja. Das heißt, wie muss ich das jetzt verstehen? Da kommt man nicht so rein, oder? Nein, was fest ist, braucht man nicht runter. Gut, das ist heute. Ja. Nur was da locker ist. Das ist da die Oma, ja. Schon, gell? Ja. Die Schritte der Renovierung sind klar, alles was locker ist, wird heruntergeschlagen und heruntergenommen und die Fassade wird fachgerecht erneuert. So, das war jetzt der Film, übrigens produziert von Kurt Bauer. Wir haben, die Zuseher haben vielleicht bemerkt, dass da alle Personen, die hier drinnen sitzen, auch im Film vorkommen. Also Herr Rebichler, der Stefan und der Kurt. Und jetzt will ich kurz über den Film reden, beziehungsweise was wir in diesem Film gesehen haben. Und da haben wir im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen. Nämlich mit dem Herrn Rebichler, der da der Experte ist, der auch dann die Renovierung, die neue Renovierung, also die Renovierung quasi vorgenommen hat. Nur kurz für mich auch zum Klären und für die Zuseher zum Klären, es gibt einen Grundputz und was kommt da drauf? Also das ist das, also Sie haben da mit dem Hammer durchgeschlagen, da sieht man, das ist Loch drin, da sieht man einen Grundputz und da kommt was drauf. Was ist das genau? Das ist ein Kleber und ein Glasscheibengewebe, das wird eingespachtelt und dann kommt der Edelputz noch drauf. Und für was tue ich das drauf, auf die Wand? Damit das normal keine Risse kommen. Okay. Ja. Aber die Risse waren ja zum Teil jetzt schon da. Die Risse waren schon da, ja. Im Grundputz. Genau, im Grundputz, ja. Und im Glasseitengewebe und im Kleber. Und im Edelputz. Im Edelputz. Genau. Und wie kommen die Risse von innen nach außen durch? Ja, ich kann es nur vermuten, dass da Wasser eingedrungen ist. Irgendwo beim Riss. Und durch den Frost hat er das dann durch gezeichnet. Das heißt, da rinnt irgendwo ein Wasser rein? Genau. Im Sommer oder wenn es regnet? Genau, das ist die Wetterseiten. Da ist ordentlich viel Wasser. Das konnte ich mir vorstellen. Also ist im Prinzip ein normaler physikalischer Prozess. Da kommt Wasser rein, das gefriert. Genau, da kommt Wasser rein, da ist dann Wasser drin. Und wenn es dann gefriert, dann hält es dann immer.
und sprengen sie es dann an. Und die Teile werden locker natürlich. Ja. Ja. Und warum passiert sowas? Also das ist ja renoviert worden, 2005. Wie kann es sein, dass jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr später das wieder passiert? Naja, kann man sich vorstellen, dass Wasser eben drin war. Ja. Und wenn Wasser drin ist, da kommt der Frost, dann hält es nicht mehr, der Kleber auf dem Putz, und dann sprengen sie das dann. Aber das ist jetzt ja nichts, was passieren darf, oder schon? Aber es ist passiert. Es ist passiert, ja. Also, normal sollte es nicht passieren. Ne? Mhm. Also. Wie müsste man das bauen, dass das nicht passiert? Normalerweise, aus meiner Erfahrung, gibt man Isolierung drauf, also Wärmedämmung. Und da kommen dann mal keine Risse mehr. Und da durch die Bauweise, sage ich mal, mit dem Grundputz, ist halt das Ganze anfälliger. Wenn da Wasser reinkommt, dann ist es natürlich dann ganz schlecht. Ne? Mhm. Sie haben das ja. Das kann ich vermuten, dass das die Ursache ist. Ja. Also, Sie haben das ja jetzt renoviert. Mhm. Wie haben Sie das jetzt gemacht, so wie Sie jetzt gesagt haben? Ja, wir haben die losen Teile, die was locker waren, haben wir runtergerissen, das haben wir gesehen im Film. Dann haben wir das runtergewaschen alles, dann ordentlich grundiert, mit einem Hofgrund. Dann haben wir es gespachtelt, dann haben wir es doppelt gespachtelt, einmal senkrecht, einmal waagrecht. Bei den Fenstern überall Diagonalarmierung, also Gewebe reingeben. Darf ich da kurz unterbrechen? Es gibt ja die Vermutung, dass es quasi in der Nähe vom Fenster oder am Fensterbankerl da das Wasser eingedrungen wäre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Naja, der Riss war da. Ja. Das ist die Vermutung, kann sein, dass da das Wasser reingekommen ist. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist einfach ein Punkt, wo man dann wahrscheinlich genau hinschauen muss, dass das nicht passiert. Das ist ein Punkt, ja. Ja. Genau, da muss man eben ordentlich arbeiten, sage ich mal. Doppelt Netz und diagonal armieren, damit kein Riss kommt. Mhm. Also, so machen sie eben nicht mehr und normal haben wir da keine Probleme. Ja. Kann ich zum Wasser noch was sagen? Bitte. Ja, das ist nämlich nicht irgendein Wasser. Das ist Regenwasser. Regenwasser ist ein fieses Ding und hat eine so unglaublich hohe Griechfähigkeit. Ich erinnere mich, du hast beim Auto einen Riss gehabt. Ja, ein Auto einen Riss gehabt und es war fast nicht möglich, den abzudichten. Die Kapillarwirkung bei dieser Geschichte tut ihr Übriges, das heißt, es wird eingesaugt. Und dann ist das ja ein Prozess über 10 Jahre. Und immer, wenn Frost im Spiel ist, sprengt es dann, wenn eine nasse Wand ist, ab. Also Regenwasser ist ein höchst tückisches Material und nicht unbedingt zu vergleichen mit unserem normalen Leitungswasser. Jetzt könnte man ja behaupten, diese Risse sind ein ästhetischer Fehler, also da geht es um die Schönheit. Ist das so? Also habt ihr euch ja gedacht, das ist schier, das hält man nicht aus. Oder gibt es da, was ist das Problematische? Es war jetzt ein bisschen kommentiert. Was ist das Problematische an den Rissen? Nein, ich habe mir nicht gedacht, das ist ein Schönheitsfehler. Ich habe auch hier nicht an ein Kunstwerk gedacht, sondern ich habe mich belastet gefühlt. Also wirklich belastet. Wir haben ein wunderschönes Haus und jetzt Mal, wo ich zurückgefahren bin, habe ich da eine Rissbildung Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und will das loswerden, weil ich will ein schönes Haus. Und ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die ähnliche Erfahrungen kennen und gemacht haben. Und ich muss sagen, die Frage dessen, na, wie kriege ich das, was ich jetzt habe, hängt an ganz klaren Faktoren. Und einer dieser Faktoren heißt neue Heimat. Die neue Heimat, muss ich also jetzt wirklich sagen, neidlos, hat alles richtig gemacht. Den richtigen Putz, das richtige Material, die richtigen Sachverständigen, es ist alles richtig.
Ich stehe nur vor der blöden Geschichte, dass die Risse da sind, die eigentlich gar nicht da sein dürften, weil die haben ja alles richtig gemacht. Und die Geschichte der Belastung, wo ich wirklich aufgelaufen bin, in heller Wut, wie kann ich das Ding jetzt überhaupt schupfen? Da muss ich sagen, habe ich einen Franz Rehbichler kennengelernt, der mit mir in die Wand eingegangen ist. Und zum Zeitpunkt, wo wir es repariert haben, wussten wir ja noch nicht, dass wir entdecken können, was da drin überhaupt passiert ist. Jetzt werde ich kurz einhaken, weil jetzt interessiert mich nämlich, was das Problematische an den Rissen sein kann. Ich glaube, jetzt sind wir gerade an dem Punkt. Ja, ich würde da sagen, wenn man die Risse lässt, hört es so, und es regnet und schneidet, dann dringt ja wieder Wasser rein in die Risse und das geht dann immer tiefer rein und das ist sicher ganz schlecht für die Mauer, weil dann wieder alles feucht ist. Und das kann sich irgendwann einmal dann bis zum Schimmel reingehen, sage ich mal, wenn man das lässt, auf Dauer. Also das hat jetzt tatsächlich eine nicht nur ästhetische Komponente, sondern genau, das ist eine Chance. Wäre dann nicht besser, ist ein Grund eine Chance. Ja. Wenn ich mir was sagen darf, würde ich schon gerne sagen, dass ich auch Sorge gehabt habe, ja. Das Wasser eindringt, die Mauer quasi immer mehr Schaden nimmt und irgendwann mürbe wird. Ja. Im schlimmsten Fall fällt irgendwann ein Teil von der Mauer runter, ja, wenn wer drunter ist. Also, und es hat ja viele Wände gegeben, die passt haben. Also ist die Frage, warum genau die, warum? Und es ist wirklich schon die Art, eigentlich der Punkt zu sagen, ich fahre da nicht mehr gern her, weil jetzt mal sehe ich das beschädigte Ding. Ja. Ist jedem klar, dass da was nicht passt. Und trotzdem ist offiziell alles in Ordnung. Ja. Und es wird nicht besser, sondern schlechter. Das ja, die also durch die Wetterseiten, was das natürlich ist, wird es natürlich sicher schlechter. Ja. Mhm. Soweit alles klar, aber wie kann man dem jetzt Herr werden? Ja, wie? Wie? Wir sind in einer Doppelposition. Auf der einen Seite die neue Heimat, die nachweisen kann, alles in Ordnung. Darf ich das auch kurz verlesen? Ich habe da, es ist zwar niemand gekommen, aber ich habe ein Schreiben bekommen vom Anwalt von der Heimat. Und da ist auch dieses Gutachten, das ist heute schon einmal gefallen. Also es hat ein Gutachten gegeben, 2014 ungefähr. Ja, ja. Also ganz genau wissen, also ganz auf den Tag genau wissen wir es nicht. Und da steht drinnen, dass eben die Gutachterin zu dem Ergebnis gelangte, dass die Verputzarbeiten, nämlich nach der Renovierung 2005, nachdem die Risse sich wieder gebildet haben, also dass diese Verputzarbeiten ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Da ist jetzt ein Sternerl dabei und eine Anmerkung. Die Ausführung des Putzsystems erfolgte entsprechend der im Verarbeitungszeitraum gültigen Verarbeitungsrichtlinien. Es wurden keine Verarbeitungsmängel festgestellt. Das ist eben aus dem Gutachten. Die gezogenen und untersuchten Proben haben auch keine Hinweise auf Mängel bei den verwendeten Produkten, insbesondere des Leichtgrundputzes Moldern IP18E, ergeben. Das ist also soweit möchte ich das zitieren. Das wollte ich kurz noch einbringen. Danke. Ich habe kein Problem. Warum sind dann jetzt die Risse da, Frage? Warum ist das Leststand, dass ich sage, eigentlich, es ist alles in Ordnung, nur die Risse sind da und keiner geht her und sagt, verdammt, wie kommen die Risse rein? Ja? Ich habe hier ein Stück vom Mauerfall mit. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist sozusagen meterweise so, dass man es runterziehen hat können. Und wenn ich da hinten drauf schaue, dann muss ich sagen, sehe ich weder Klebespuren, sondern ich sehe Risse auf dieser Seite, dann drehe ich es um, dann habe ich dieselben Risse auf dieser Seite. Und das Risiko, was wir bei der Renovierung eingegangen sind, ist ganz klar, dass wir nichts entdecken. Und jetzt haben wir aber was entdeckt und dann muss ich sagen, ich bin kein Fachmann und trotzdem mit Hilfe von einem Fachwort war mir klar, worum es geht. Nämlich, und wir müssen nicht streiten, ob die Material gut oder schlecht sind, sondern jetzt gibt es einen Rechtsstatus, seit wir das entdeckt haben, nämlich, dass das ein verborgener Baumangel ist. Hier sieht das Recht in unserem Staat vor, dass wir das einklagen können.
und ich daher ja heute hier auch der neuen Heimat sagen wollte, ich erwarte, dass Sie die Renovierungskosten übernehmen, ganz einfach. Dass Sie mit Ihrer ausführenden Baufirma reden und Sie das ganz klar ausmachen, denn in einem Punkt wurden wir sowas von im Stich gelassen, dass er also heute noch in mir wilde Wut aufflammt. Einfach mal zu sagen, ja, wir haben die Sachgutachten, da ist leider nichts nachweisbar. Und im Übrigen mal sagen, ist es denn einfach zu viel zu sagen, das ist unser Kunde, wir möchten, dass es unseren Kunden gut geht und wir tun ein bisschen mehr, als dass wir uns hinter dem Gesetz verschanzen. Und das war das Risiko, was wir eingegangen sind, dass wir es in Eigenregie gemacht haben. Da muss ich sagen, jetzt liegt ein Befund vor, dem kann man sich gegenüber sehr schlecht verschließen. Und das ist meine jetzige Situation. Und im Übrigen haben wir eine wunderschöne Mauer, die, wo ich mich jetzt jedes Mal freue und die meine Stimmung hebt, wenn ich heimkomme. Und da dieses Risiko eingegangen bin, dass wir uns da schlau gemacht haben. Das heißt, ihr seid wissentlich eben durch diese Mauer durch, um diesen Sachverhalt zu klären. Ja, so wissentlich habe es ich nicht gemacht. Ja, da Stefan, der etwas mehr weiß wie ich, und wir haben ja zwei solche Schichten. Und mein Vorwurf ist ja ganz klar dort, wenn es jetzt um eine weitere Renovierung gegangen wäre, und die war ja schon im Gespräch, hast du für dann ein neues Netz drüber, und in 5 Jahren haben wir das gleiche Problem, weil die Frage offen bleibt, warum ist es so? Und die Geschichte, die wir gemacht haben, das kann ich nur im eigenen Haus machen. Da kann ich werken und da kann ich draufhauen, das haben wir ja gemacht, und dann stelle ich fest, ja, ich kann das also jetzt nachvollziehen, und ich weiß natürlich, dass das im Moment, was ich hier sage, noch keine Beweiskraft vor Gericht hat. Aber das ist dann eine Frage eines Sachgutachtens. Das kann man, darüber kann man dann reden. Und der entscheidende Punkt war, den Vorwurf mache ich laut und deutlich, dass eine Fachfirma schlicht und einfach vor zweimal, statt dass sie hergehen und sagen, so wie der Franz Rehbichler sagt, wir gehen eine, und der Stefan sagt, wir gehen noch weiter eine, und dann sehen wir, dass uns der Dreck entgegenfliegt, zu sagen, ja, das hätten ja andere auch machen können, brauche ich da ein Sachgutachten? Brauche ich da ein Sachgutachter oder kann ich? Und das war eigentlich das, was das verrückt Neue an der Geschichte war. Wir sind von der Seite reingegangen und haben es überzogen. Was heißt von der Seite? Naja, die normalen Sachgärten haben Proben herausgebohrt. Wart ihr da dabei? Habt ihr das gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen, aber man hat die Probespuren gesehen. Das heißt, da bohrt wäre ein Loch rein. Da bohrt wäre ein Loch rein. Und da klopft ein kleines Eckerl außen, aber ja, es geht immer quasi von außen Richtung Ziegel hinein. Ja. Und was man ja schön bei dem Film gesehen hat, das ist, dass man dann, wenn man mit dem Hammer angesetzt hat und schräg reingefahren ist, dann haben sie gleich ganze Quadratmeterweise zwischendrin gelöst. Ja? Also quasi in die Wand rein und nicht senkrecht rein. Ja? Und das war eigentlich für mich das Frappierende. Das erste war, diese dünne Schicht der Renovierung aus 2005 hat sie ja von der Mauer ganz oben bis ganz unten zum Sockel in einen oberziehen lassen. Ja? Da waren, ich sage jetzt mal Hausnummer, 10 Quadratmeter locker. Ja, das hat nur mehr an diesem Seitengewebe gehalten. Mhm. Ja, das ist jetzt zum Glück relativ leicht. Ja. Und dann habe ich eben diese Renovierung, also wieder diese ursprüngliche Oberfläche dann gesehen und habe mir gedacht, ja, trotzdem erklärt das noch immer nicht die Risse. Was ist da dahinter? Ja, und habe am Abend, nachdem ein glattes Gerüst da gestanden ist, mir die Mühe gemacht, da aufzugehen und mir die Wand angeschaut. Und plötzlich waren da Hohlräume. Ja. Ohne, dass ich ein Werkzeug verwende, ohne, dass ich ein Bautechnik, große Ahnung habe, gehe da hin, höre das all. Ja. Und womit wir dann telefoniert haben mit einem Rehbichler und gesagt haben, wir schauen uns das gemeinsam an. Und dann war klar, ja, das kann man so nicht lassen. Was wird da passieren? Also die Sorge, zu sagen, da ist Wasser drin und da wird was mürbe, ist tatsächlich dann auch aufgetaucht. Ja.
zwar nicht mehr die ganze Wand, das war auch sehr interessant. Auf der linken Mauerhälfte, die gesamte rechte war in Ordnung, aber auf der linken Mauerhälfte sind mindestens 2 Quadratmeter runtergegangen, wo die Substanz angegriffen wurde. Ja, nicht die Mauer zum Glück, also keine tragenden Teile, keine Mauerteile, aber von der Oberfläche wirklich in die Substanz sind Beschädigungen vorgelegen. Ja. Und wie erklärt ihr euch das Gutachten? Das ist in Ordnung, da braucht man nichts erklären. Das ist in Ordnung. Also das Gutachten ist wasserdicht, aber unsere Wand ist nicht wasserdicht. Und die Frage dessen, wie man mit Menschen umgeht, lässt eine große Frage offen. All das, was wir da gemacht haben, da stand die neue Heinemann daneben. Ja? Der Herr Seifert, der leider nicht erschienen ist, war oben am Gerüst und hat sich das genau angeschaut. Er weiß, was passiert ist. Und wenn ich mir dann überlege, dass es darum geht, dass wir eine Wohnungsvertretung haben, ja, die wird zwar bei Gefahr von, in Verzug ist, wenn Gefahr in Verzug ist, dann werden sie tätig. Und vorher muss ich sagen, ist es immer die Kostenfrage. Und die Idee war ja mal kurz da, wir öffnen die Mauer. Und dann wer sozusagen hier dann eben schuldig ist, der zahlt. Ja, entschuldige, also ich glaube, so einfach, wie ich im Moment die jahrelangen Auseinandersetzungen erlebt habe, ist da niemand bereit, bei der neuen Heimat zu sagen, wir übernehmen uns das, wir sehen das ein oder wir diskutieren das mit unseren Subunternehmer, damit der das macht. Ja? Ich kann von heute sagen, für mich ganz klar, dass ich den Vorwurf mache, allein die Idee bei der zweiten Renovierung einfach ein Netz drüber zu ziehen, muss ich sagen, boah, war doch denkbar, dass man schon vor 10 Jahren hätte unten reinschauen können und dann hätte man festgestellt, ist ja schon hohl, muss runter. Ja? Das heißt, ihr fühlt euch verlassen von der neuen Heimat, kann man das so auf das den Punkt bringen? Bringt es auf den Punkt, aber wird, glaube ich, niemand wirklich bewegen. Weil überhaupt in dieser Geschichte dessen, die wir erlebt haben, menschliches Mitgefühl ein ganz großer Mangel ist. Also du hast einmal das Geld erwähnt. Jetzt tue ich mal wild spekulieren. Ja? Also das Geld steht im Vordergrund und das, wie die Fassade ausschaut und was da weiter mit der passiert, ist jetzt nicht so wichtig. Nein. Das, was das kosten könnte. Kann man das Nein. nicht so sagen? Nein, ich würde es überhaupt nicht sagen. Das Recht steht im Vordergrund. Ja. Und wenn das Recht nicht vorsieht, dass hier gehandelt werden muss, okay, natürlich würde die neue Heimat für uns alles tun, wenn wir es zahlen. Die neue Heimat hat auf unsere Anfrage hin Angebote eingeholt, ja, die so ausgehen, dass ich, damit man sich eine Vorstellung davon machen kann, für meinen Anteil ungefähr an PKW-Auto, den Preis für Auto investieren muss, damit man eine vollständige Reparatur macht. Ja? Eine komplette thermische Sanierung mit Styropor einpacken und dann neu verarbeiten. Und die Frage zum Beispiel zu sagen, man macht beschädigte Wände und lässt die in Ordnung sein, in Ordnung, die lässt man und behebt nur die Schäden, die, weiß ich, wo es notwendig ist, die ist überhaupt nie zum Gespräch gekommen. Ja? Das hättet ihr zahlen müssen selber. Das ist so, dass dann die Anteile wir zahlen müssen. Ja, genau. Also alle Angebote, die neue Heimat gemacht hat, Lösungsvorschläge immer auf unsere Kosten laufen. Ja. Was ist es, Entschuldigung, wäre es überhaupt die Aufgabe der neuen Heimat, solche Kosten zu übernehmen? Also welchen Status hat denn da die neue Heimat? Absolut, wäre natürlich nicht die grundsätzlich die Aufgabe. Ich gehe nachher und stelle den Anspruch. Sie hätte aber meiner Meinung nach sich mehr engagieren können, um herauszufinden, was wir heute wissen. Das ist nicht besonders teuer. Wobei man schon sagen muss, wenn jetzt dieser versteckte Mangel quasi anerkannt wird, ja, dann müsste das der ursprüngliche Bauunternehmer zahlen. Und nachdem die Hausverwaltung dann da in der Pflicht ist, müsste sie das halt mit dem ursprünglichen Fachunternehmer klären. Ja. Wir sind in einem doppelten Problem. Das eine ist, die neue Heimat will nicht. Und das zweite ist, wir leben natürlich in einer Siedlungsgemeinschaft.
und die bringt keinen Mehrheitsbeschluss zustande, zumindest bis jetzt. Ja? So, was machst du dann? Was machst du dann? Du stehst für jetzt, was brauche ich einen Mehrheitsbeschluss? Dass die neue Heimat tätig wird und das zum Beispiel dann ausführt und repariert. Auf Kosten der Siedlungsgemeinschaft. Auf Kosten der Siedlungsgemeinschaft. Ja. Was ich, das ist völlig in Ordnung. Das ist ein Vorgang, den ich akzeptiere. Ja. Nur in dem konkreten Fall ist ja jetzt eine neue Situation eingetreten. Jetzt steht zur Debatte, das ist ein verborgener Mangel. Das ist ein klarer Rechtszustand und der ist auch einklagbar. Gut. Jetzt muss ich das ein bisschen rekapitulieren, weil also ihr habt ja jetzt dann da eigentlich Jahrzehnte damit beschäftigt und wir haben ja nicht so viel Zeit leider. Naja, 2005, sagen wir ein Jahrzehnt zumindest. Passt. Hat sich zumindest einmal in der Woche geärgert vielleicht. Das ist ja eh schon viel. Das heißt, das Problem, was ihr seht, ist erstens einmal, dass das Gutachten, das habe ich jetzt nicht falsch gesagt, das Problem, was ihr seht, dass die Vorschläge, die euch gegeben worden sind, um dieses Problem zu lösen, nicht dem entsprochen haben, was ihr gerne gehabt hättet. Nein. Nämlich eine Renovierung nur der Teile, die wirklich ein Problem haben. Das hast du zuerst gesagt, oder? Das war ein Thema, wo ich mir gedacht habe, da könnte man für die Siedlungsgemeinschaft denken und für uns als Wohnungseigentümer zu sagen, ich packe nicht das ganze Haus ein, sondern ich präpariere das, was beschädigt ist. Mhm. Und das war einfach nie ein Thema. Das ist ein Punkt, genau, wo ihr euch gedacht habt, okay, das finden wir jetzt nicht so gut. Ja. Sekunde, da möchte ich gerne noch was dazu sagen. Bis zu dem Moment, wo wir miteinander in die Mauer gegangen sind, kannte ich die wirkliche... Und auf das wird jetzt als zweites das aussehen. Problem nicht wirklich. Genau, weil jetzt ist ja was ganz was Neues aufgetaucht. So ist es. Also seit, weiß ich nicht, wann war das, die Renovierung? Jetzt im Herbst. Ja. Im Herbst, ja. Das heißt, jetzt im Herbst hat sich die Sache nochmal um 180 Grad gedreht. Jetzt hat sie sich wirklich gedreht. Nämlich, es ist ein anderes Problem aufgetaucht, nämlich, dass da ein, und ihr sagt, es ist ein verdeckter Mangel, das ist ein Begriff aus dem Recht, ja, dass der also ans Tageslicht befördert worden ist. Und das ist jetzt das nächste Problem, was auftaucht. Wie geht es jetzt weiter? Wir sind im Moment in einer sehr spannenden Lage vor, also sozusagen mit dem Datum, wo wir erkannten, dass das ein verdeckter Mangel ist, haben wir 3 Jahre Zeit, unsere Forderung zu stellen. Und die Forderung, die liegt ja schon bei der neuen Heimat am Tisch, die hat mein Rechtsanwalt gestellt und wir sind gespannt auf die Antwort. Das heißt, ihr habt jetzt den Rechtsanwalt eingeschalten, beziehungsweise du hast ich den Rechtsanwalt eingeschalten. Und jetzt wird das gerade irgendwo bearbeitet und wird womöglich zwischen Rechtsanwälten ausgestritten. Ich möchte natürlich hier schon die Gelegenheit wahrnehmen und die neue Heimat recht herzlich in Linz zu grüßen, wo ich doch hoffe, dass man noch Zeit gefunden hat, zuzusehen. Gut, also das ist quasi, was kommt jetzt? Ja? Also jetzt kommt ein Streit, womöglich irgendwie ein Vergleich oder ein Streit vor Gericht, weiß man noch nicht genau. Die Forderung, die wir gestellt haben, ist, beziehungsweise der Kurt, dass die neue Heimat, die Kosten der Sanierung, die der Herr Rehbichler heuer gemacht hat, dass die neue Heimat tragen möge. Ja? Weil die Mauer in den Grundfesten beschädigt ist und das ein versteckter Mangel ist. Ja? Genau. Und was wir gekriegt haben, war ein anwaltliches Schreiben mit der Einladung zu einem gemeinsamen Gespräch mit Fachleuten. Also muss ich damit rechnen, dass wir dann miteinander reden und wieder Gutachter da sind, die uns erklären werden, dass ja eh alles... Das heißt, die Lust an so einem gemeinsamen Gespräch teilzunehmen ist nicht so groß. Ich denke schon. Also die Lust ist nicht groß, ich bin offen dafür. Ja, ja, also ja, ich mein, schön gesagt. Sachdienlich ja, klar, aber... Ich meine, es ist so, ich finde meinen Film gut und ich muss wirklich sagen, braucht man nicht streiten, wenn man nicht unbedingt streiten will. Und nicht mehr, du willst auch nicht streiten. Ja. Was
Du hast gesagt, du hast der Wut auch. Ja. Ich denke mir immer, was heißt denn das dann für die Nerven? Also das ist ja kein angenehmer Zustand. Ah. Dass man da sich denkt, ah Gott, das. Ja. Alex. Alex, du nicht schimmeln. Du nicht schimmeln. Nein, nein, ich fange gar nicht mit Schimmeln. Nein, du kennst es ja. Ja. Mhm. Du kannst ja einfach mal eine Wohnqualität drastisch reduzieren. Im Wohlfühlfaktor. Mhm. Oder? Ja, da würde ich sagen, also da braucht es auch wirklich nicht viel Erklärung. Mhm. Was ich heute habe, eine schöne Mama, sozusagen ja. In Dank in deine Richtung. Lässt mich aufatmen, lässt mich durchatmen. Ich möchte schon noch was dazu fügen, weil wir ja uns gut kennen. Ich denke schon, dass ich mit dieser Sendung nicht nur unbedingt für mich denke. Ich denke für unsere Hausgemeinschaft. Ich denke aber auch an viele Menschen und einige kenne, denen das ähnlich geht wie uns. Und was würdest du denn denen raten, wenn die in einem ähnlichen Fall wären wie ihr beide? Was würdet ihr? Ich komme daher und sage, hey, Risse, was also, tue ich? Ich würde mit dir mir das anschauen. Raten tue ich nichts. Das ist ein Blödsinn, ich kann nicht raten. Mhm. Aber zu sagen, ich kümmere mich um diese Geschichten. Ja? Wer immer in so einer Situation anfänglich steckt, dem möchte ich schon einen Rat geben. Sofort eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Rechtsschutzversicherung in diesen Dingen sind Gold wert. Die Kosten schnellen hinauf und da ist gut, wenn man eine vernünftige Rechtsschutzsicherung hat. Und vor allem die Schwierigkeit ist, es gibt ja, ich habe gestern gerade im FS1 oder im FS, na, im ORF habe ich gesehen, da ging es um Baumangel. Baumangel ist jeder, der Haus baut oder so ein tägliches Brot für viele Leute auf verschiedenen Ebenen. Ja? Und man steht allein ziemlich hilflos da. Was würdest du mir sagen? Also ich kann es am besten von mir sagen, ich bin total froh, dass wir diese Initiative ergriffen haben und ich kann es eigentlich erst in der Nachschau sagen, jetzt fahre ich, das ist nämlich zufälligerweise auch die Wand, wo der Parkplatz ist, ich fahre auf die Mauer zu und freue mich an dieser schönen Wand und eigentlich macht man das zugänglich, dass es mich eigentlich immer genervt und belastet hat. Nur war es nicht so, dass ich es gut verbalisieren habe können. Ja, dass das quasi so aufspringt, wie wenn mir einer schneidet. Ja. Aber es war trotzdem, in der Nachschau kann ich sagen, also wirklich unangenehm da hinzufahren und zu sehen, das Ding ist eigentlich nicht okay. Und es war sehr bald, in den ersten Jahren schon, hat das angefangen und hat gesagt, jetzt sind es 15, 17 Jahre. Die mit dem leben muss und jetzt erst kann ich sagen, boah, ist das klasse, wie es jetzt ist. Hast du das auch in die eigene Hand nehmen? Ja, schon. Ja. Also das war der richtige Schritt. Ja, in einem Fall. Herr Rebelche, was würden Sie mir sagen in dem Fall? In dem Fall? Ja, meiner Meinung nach ist was die richtige Aktion, weil die Risse jetzt nicht mehr offen sind. Das ist alles gescheit gemacht, denke ich, und das Wasser kann ich mehr eindringen. Genau. Also das war jetzt einmal die Versuchsseite, also, sage ich mal, für die Siedlung. Und ich hoffe, dass das jetzt passt. Mhm. Ich muss jetzt nämlich eh langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt noch nicht mehr lang. Ja. Ja. Für ein kurzes Abschlussstatement. Abschlussstatement, weil das will ich nicht übersehen. Das Haus ist es wert. Meine Familie ist es wert. Mein Freund ist es wert. Dass wir miteinander da einen Freund finden, der sich da einlässt, ist es wert. Es ist meiner Meinung nach Ausdruck für mich einer schöpferischen Werthaltung. Und eigentlich will man solche Sachen nicht gern gefallen lassen. Gut, ich glaube, das war ein schönes Abschlussstatement. Wir sind mit unserer Sendezeit jetzt
zu Ende. Ich danke allen herzlich für das Kommen. Ich denke, es ist ein ganz spannendes Thema, auch wenn es oft sehr ins Detail geht, aber im Großen und Ganzen ist es was, was man nicht unbedingt haben will und was dagegen unternimmt. Und ich bewundere euch auch eigentlich dafür, dass ihr was, jetzt tue ich selber werten, aber ich glaube, das ist auch zulässig, dass ihr was unternommen habt. Danke sehr fürs Zusehen. Vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung. Mich würde interessieren, wie das weitergeht. In hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Vielleicht kommt es nochmal auf die Couch. Danke für die Einladung. Danke. Dankeschön. Danke.